John Wilkes Booth wurde am 10. Mai 1838 in den USA als Sohn eines berühmten britischen Bühnenschauspielers geboren. Er war das 9. von 10 Kindern. Die Kinder lernten alle das Schauspiel. John Booth galt als sportlich, talentiert und beliebt, nutzte seine Möglichkeiten jedoch nicht ausreichend. Als er 14 war, starb sein Vater und er verließ die militärisch geprägte Schule, die er besucht hatte. Eine Wahrsagerin prophezeite ihm ein böses Ende, er würde wohl jung sterben. Mit 16 Jahren begann er sich politisch für eine Anti-Einwanderungspartei zu engagieren. Er spielte, wie in seiner Familie üblich, im Theater, anfangs mit wenig Erfolg. Doch verbesserte er sich derart, dass er vom Publikum schließlich sogar zunehmend gefeiert wurde. Selbst ein Versprecher konnte er noch retten und das Publikum damit sogar zum Lachen bringen. Er begann sich zunehmend für die Figur des Brutus zu interessieren, den Mörder Julius Caesars, und spielte diesen auch auf der Bühne. Als der amerikanische Bürgerkrieg am 12. April 1861 ausbrach, machte er keinen Hehl aus seiner Sympathie für die Seite der Konföderierten. Er war entschieden gegen Sklavenbefreiung. Während des Krieges unternahm er weitere Auftritte in Nord- wie Südstaaten und unterstützte die Südstaaten-Truppen unter anderem mit geschmuggelten Medikamenten. In der Familie kam es zu großen Konflikten. Einer von Johns Brüdern war entschieden gegen eine Bereisung der Südstaaten, da er sich auf Seiten der Union sah. Johns Hass insbesondere auf den neu gewählten Präsidenten Abraham Lincoln wuchs zunehmend. Er wurde sogar angeklagt und durfte erst nach Bezahlen einer Geldstrafe sowie einen Treueeid auf die Union wieder gehen. Bald begann er Pläne zu schmieden, Lincoln zu entführen, traf sich mit Verschwörern und anderen Anhängern der Sklaverei. Als Lincoln 1864 die Wiederwahl zum Präsidenten gewann, nahm sein Plan mehr und mehr Gestalt an. Ein Attentatsversuch schlug fehl. Der Präsident hatte seine Pläne, ein Krankenhaus zu besuchen, im letzten Moment geändert. Booth besuchte eine Rede, die Lincoln von einem Fenster aus hielt. Lincoln äußerte dort, dem befreiten Sklaven ein Wahlrecht zu gewähren. Booth soll darüber derart wütend gewesen sein, dass er erklärte, dass dies die letzte Rede sein sollte, die Lincoln jemals gehalten habe. Booth verschwor sich nun mit weiteren, um die wichtigsten Köpfe der Regierung zu ermorden. Am 14. April 1865 verschaffte er sich Zugang zum Ford's Theater und betrat um 22.14 Uhr die Loge, in der Lincoln saß, und schoss den Präsidenten von hinten in den Kopf. Ein anwesender Offizier stürzte sich sofort auf Booth, wurde aber durch Messerstiche verletzt. Booth sprang von der Loge auf die Bühne, zog sein Messer theatralisch und rief »Sic semper tyrannis«, so immer dem Tyrannen, ein Ausspruch, der Brutus nach der Ermordung Caesars zugeschrieben wurde. Booth war der einzige Attentäter, der Erfolg hatte. Ein weiterer hatte sein Opfer zwar mit Messerstichen verletzt, aber nicht getötet. Ein dritter Attentäter hatte noch vor der Tat die Nerven verloren und sich stattdessen betrunken. Booth gelang es, auf einem bereitstehenden Pferd zunächst zu fliehen, doch seine Bekanntheit wurde ihm zum Verhängnis. Versteckt in den Wäldern von Maryland erfuhr er, dass selbst viele Lincoln-Gegner in den Südstaaten die Ermordung als große Tragödie bezeichneten. 12 Tage nach dem Attentat wurde Booth auf einer Farm eingekreist. Der Befehl lautete, Booth lebend zu fangen. Bei einem Fluchtversuch traf ihm die Kugel von Sergeant Boston Corbett, einem Unionskriegshelden. Die Kugel traf Booth in den Hals und durchtrennte teilweise sein Rückenmark und lähmte ihn. Booth starb nach dreistündigem Todeskampf auf der Terrasse der Farm.